Jo Leute, zweiter und letzter Teil meiner BCAA-Videoreihe. Heute mit den Themen Einnahme von BCAA, welches BCAA sollte ich nehmen und zerfällt es in Wasser? Das alles nach dem Intro. In meinem letzten Video zum BCAA ging es darum, was ist BCAA, in welchen Lebensmitteln ist es enthalten, was bringt es, also was ist die Wirkung und für welche Sportarten ist es geeignet. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt hier links, von mir aus links, klicken, da kommt ihr dann zu dem Video. Die ganzen Themen aus dem letzten Video und aus diesem Video habe ich euch nochmal in der PDF-Datei zusammengefasst, zum Nachlesen, sehr übersichtlich gemacht. Ja, ich mache mir Mühe. Das findet ihr nochmal zum kostenlosen Download in der Videobeschreibung. Kommen wir zu den unterschiedlichen BCAA-Sorten. BCAA ist erstmal in Pulverform oder auch in Kapselform erhältlich. Ich habe hier einfach mal beides mitgebracht. Hier sieht man es, einmal die Kapseln, dann hier ganz deutlich das Pulver. In der Wirkung, ob Kapseln oder Pulver, gibt es erstmal keinen Unterschied. Allerdings sind die Kapseln ungefähr 30% teurer. Der Preis ist immer nochmal von der Qualität, aber auch von der Marke der BCAAs abhängig. Der Vorteil an den Kapseln ist jetzt, dass man extrem spontan sein kann. Man kann die ganz einfach überall mit hinnehmen, man hat die einfach in so einem Döschen dabei. Und sobald man dran denkt oder wenn man sie gerade mal sieht, dann haut man sich einfach mal ein paar rein und hat direkt seine BCAAs gedeckt. Das geht natürlich mit Pulver nicht. Das Pulver muss man erstmal mit Wasser vermischen. Das muss man dann natürlich erstmal, entweder man hat so einen Trichter oder ich mache es ganz gern mit der Hand, aber ist schon komplizierter, man kann nicht ganz so spontan sein. Das Pulver ist vielleicht eher dann für Leute, die schon ihre ganze Ernährung so ein bisschen planen, die genau wissen, zu welcher Uhrzeit sie was und wann essen und welche Mahlzeit sie wo wann. Wer da einfach Verantwortung tragen kann mit diesen ganzen Lebensmitteln, für den könnte man Pulver vorziehen, denn hier kann man auch nochmal ganz klar Geld sparen. Dann gibt es auch immer wieder nochmal Leute, die einfach keine Kapseln schlucken können, keine Tablette zu sich nehmen können. Und das ist ja gar nicht schlimm, denn wir haben BCAAs ja in Pulverform, also wieder ein Punkt für das Pulver. Denn das kann man ganz einfach mit Wasser vermischen, schluckt man schnell runter. Es gibt sogar mit Geschmack, kann man auch geschmacksneutral beziehen. Auch hier gibt es wieder so einen kleinen preislichen Unterschied. Das Gute daran, mit Geschmack, wenn man sehr viel Wasser trinkt, wenn man stark auf seine Ernährung achtet, wie ich zum Beispiel trinke, wirklich 6 Liter bestimmt, mindestens 6 Liter Wasser am Tag. Und dass man das manchmal einfach zu Öl, die ganze Zeit dasselbe Tee oder warme Getränke mag ich nicht, dann haue ich mir einfach mal in so 1,5 Liter Wasser BCAAs mit rein. Und dann habe ich gleich Wasser mit Geschmack, schmeckt mega gut, ist gesund, die BCAAs habe ich auch gleichzeitig drin. Perfekt, was will ich mehr? Wieder ein Pluspunkt für das Pulver. Wer möchte, kann natürlich noch darauf achten, dass die BCAAs pflanzlich hergestellt wurden. Dazu muss man jetzt nicht nur Vegetarier sein, sondern auch einfach aus ethischen oder fleischhygienischen Gründen kann man da nochmal darauf achten, denn dieser Herstellungsprozess von BCAA, also von nicht pflanzlichem BCAA, ist wirklich extrem unappetitlich, das kann ich euch sagen. Deswegen einfach darüber auch nochmal Gedanken machen und vielleicht mal hinten auf die Dose drauf schauen. In BCAA sind oft auch noch andere Stoffe hinzugesetzt, die Vorteile mit dem BCAA zusammen mit sich bringen. Für den Muskelaufbau, für den Sport generell. Diese Stoffe sind zum Beispiel Kaliumhydrogencarbonat. Ja, das zögert die Laktatbildung so ein bisschen heraus, also die Übersäuerung im Muskel. Und damit kann euer Muskel einfach mehr oder länger sogar Leistung erbringen. Und ganz wichtig, was ich wirklich für sinnvoll erachte, dazu habe ich auch nochmal ein extra Video gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen, Vitamin B6. Wenn das noch hinzugezogen wird, denn Vitamin B6 ist für die Verstoffwechselung von Proteinen, also von Eiweiß zuständig, dass auch tatsächlich die volle Menge vom Eiweiß, also vom Protein im Blutkreislauf ankommt. Sehr wichtiger Stoff, kann in BCAA drin sein, würde ich trotzdem zur Sicherheit auch nochmal zusätzlich supplementieren. Gerade wer sehr viel Kraftsport macht oder sehr aktiv ist und Muskeln aufbauen möchte, für den ist das eine gute Variante, weil man ja gerade dann auch sehr viel Protein zu sich nimmt. Kommen wir zur Einnahme von BCAA und zwar ist erstmal eine Überdosierung auszuschließen. Denn der Körper kann in der Stunde 10 Gramm BCAAs verwerten. Mehr solltet ihr also eigentlich nicht unbedingt supplementieren. Wenn ihr jetzt doch trotzdem mehr euch noch reinhaut, dann wird das überschüssige BCAA, also quasi die Aminosäuren, einfach ausgeschieden. BCAA am Morgen und während dem Training oder vor dem Training, extrem wichtig einfach, um den Muskelabbau zu vermindern, um dem einfach entgegenzuwirken, weil der Muskel eben ganz schnell auch während dem Training sogar verbrannt wird. Ja, man kann während dem Training, zum Beispiel im Cardio-Training, Muskeln verlieren. Doch das BCAA schützt uns, das hilft uns. Das Ganze könnt ihr auch nochmal in meinem letzten Video, also quasi im ersten von meiner BCAA-Reihe, nachschauen. Wie viel BCAA jetzt tatsächlich supplementiert werden sollte, ist tatsächlich von Person zu Person unterschiedlich. Ich weiß, was ist immer ein bisschen blöd zu sagen, aber
Es kommt natürlich erstmal darauf an, ist man Mann oder Frau. Wie viel wiegt man? Wie stark trainiert man? Welche Sportart macht man überhaupt? Wenn man jetzt ein komplettes Ganzkörpertraining macht, sich komplett zerreißt, kann man natürlich noch ein bisschen mehr BCA zu sich nehmen, weil der Körper da natürlich auch mehr beansprucht, also mehr benötigt. Wenn ihr natürlich jetzt nur, wenn ihr Arme trainiert, weiß nicht, Bizeps, Trizeps, dann braucht ihr vielleicht einfach nicht so viel BCA für eine Stunde. Wenn ich zum Beispiel jetzt mit meinem eigenen Körpergewicht trainiere, wie Breakdance und alles drum und dran, dann nehme ich eine größere Menge BCA zu mir. Nach dem Aufstehen allerdings nicht, da haue ich mir dann so 5 bis 10 Gramm rein, während dem Training sogar so 15 Gramm über 2 Stunden verteilt. Ihr könnt es wie gesagt auch vor dem Training trinken, allerdings müsst ihr darauf achten, BCA braucht schon ungefähr so eine halbe Stunde, bis es tatsächlich im Blutkreislauf angekommen ist. BCA sollten wir besonders während einer Diät supplementieren, einfach weil uns wichtige und viele Nährstoffe fehlen, weil wir ein Kaloriendefizit fahren, weil wir unseren Muskel schützen müssen, vielleicht nicht so viele Aminosäuren wegen den Kalorien eben einfach aufnehmen können. Und das sind besonders wichtige Eigenschaften, wo uns das BCA besonders hilft. Es wird oft davon gesagt, Fett verlieren, Muskeln aufbauen. Besonders am Anfang, wenn man noch nicht so erfahren ist, ist es trotzdem möglich, und zwar durch die Aufnahme von BCA. Deswegen, besonders bei einer Diät, egal ob schon so eine leichte, ja, oder tatsächlich bei einer Hardcore-Diät, wirklich BCA supplementieren. Da kann ich es nur empfehlen. Ihr merkt es schon, ein ganz großes Thema ist einfach der Muskelschutz beim BCA. Und auch wenn ihr zum Beispiel morgens trainieren wollt, einfach um Fett zu verbrennen, auf nüchternen Magen, ihr steht auf, geht direkt mal joggen, geht ins Training, wie auch immer, haltet den Magen nicht ganz nüchtern, haut euch vorher BCA rein, um einfach den Muskel zu schützen, aber gleichzeitig das Fett zu verbrennen. Gängige Möglichkeiten, wie viel BCA ihr supplementiert, erkläre ich euch einfach mal für die ganze Fitness-, Bodybuilding- und Leistungssportler-Szene. Und zwar kann man zum Beispiel 2-mal am Tag 5 Gramm supplementieren. Ganz easy, am besten dann morgens nach dem Aufstehen 5 Gramm, vor oder während dem Training 5 Gramm. Das Ganze kann man auch mit 10 Gramm machen, je nachdem wie intensiv ihr trainiert. Also die Intensität eures Trainings ist wirklich ganz entscheidend. Dann, wenn ihr schon viel Muskeln aufgebaut habt, das kann man ja messen lassen. Ich sag mal, wenn ihr 55% Muskelmasse im Körper ungefähr habt, könnt ihr auch schon nach dem Aufstehen direkt mal 10 Gramm euch reinhauen. Oder auch vor dem Training oder während dem Training 10 Gramm reinhauen. Für Leistungssportler oder Sportler, die wirklich komplett jeden Tag mit ihrem ganzen Körpergewicht arbeiten und trainieren und auch bis zum Muskelversagen gehen, können sogar 15 Gramm hinzugezogen werden. Da kann der Körper das tatsächlich verarbeiten, sowohl nach dem Aufstehen als auch während oder vor dem Training. Man kann natürlich auch 3x 5 Gramm am Tag zu sich nehmen, das heißt nochmal während der Arbeit zum Beispiel oder gegen Abend, einfach wo man denkt, jetzt bräuchte mein Körper mal hochwertige Aminosäuren, dann einfach, wenn er sie anders nicht aufnehmen kann, BCA supplementieren. Also es muss nicht nur nach dem Aufstehen sein, es muss nicht nur vor oder während dem Training sein. Es kann auch einfach zu solchen Phasen sein, wo ihr denkt, ich hatte lange keine hochwertigen Aminosäuren, ich habe keinen Magerquark, keinen Fisch, kein Ei, sowas einfach nicht gegessen, ich brauche mal wieder was, nicht, dass mein Körper in diesen Zustand kommt, dass er Muskeln verliert oder verbrennt. Haut's euch einfach rein. So, jetzt mache ich das Ganze nochmal komplett detailliert, damit ihr auch nichts mehr falsch machen könnt. Wir fangen mit dem BCA-Pulver an. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich das nehme. Hier sieht man das Pulver. Hier habe ich so einen Shaker. Es geht natürlich auch mit einer Wasserflasche. Vielleicht ist dann so ein Trichtervorteil. Ihr braucht jetzt nicht zwingend so einen Shaker. Ich habe lieber mal einen. So, ganz easy, drehe ich den auf. Kipp mir das Pulver rein. Das hier ist jetzt abgemessen. Das sind gute 10 Gramm, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Kipp ich mir rein. Ein super lösliches BCA ist es. Hier Deckel zuschrauben, richtig gut zuschrauben, dass hier kein Scheiß passiert. Und das war's auch schon. Ganz kurz geschüttelt, wie gesagt, super löslich. Bekommt ihr auch so eine leckere Farbe. Das ist irgendwie so ein Beerengeschmack. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt. Aber es schmeckt auf jeden Fall extrem gut. Und das war's. Kann man ganz schnell wegkippen mit so einem Shaker. Ich mag generell BCAAs immer mit Geschmacksrichtung, ohne sie so ein bisschen bitter, schmecken so ein bisschen mehlig. Und wie gesagt, ich trinke ungefähr 6 Liter Wasser am Tag, da mag ich mal, wenn es hier so ein bisschen abwechslungsreich ist. Ja, und dann jetzt die Kapseln. So, hier habe ich nochmal die BCAA-Kapseln für euch. Das sind jetzt ganz schön viele. Nein, die haue ich mir jetzt nicht alle rein, sondern ja, vor dem Training, ich nehme da immer so 3, 4. Ich nehme mal jetzt hier so 3 auf einmal, kann man sehen. Ganz easy. Und schlucken. Fertig. Das ist mehr so, wie ich schon gesagt habe, die spontane Variante.
Schmeckt natürlich nach gar nichts, klar, man schluckt es runter, aber man hat jetzt einfach diese hochwertigen Aminosäuren. Es geht ruckzuck, richtig schnell. Das war's. Kommen wir wieder zu einem sehr wichtigen Thema, was für alle Supplemente gilt. Und zwar der Zerfall in Wasser. Zum Beispiel, wir fahren ins Training, im Zweifelsfall eine halbe Stunde, trainieren nochmal eine Stunde, haben uns aber vorher schon das BCAA und das Wasser zusammen gemischt. Dann ist es schon 1,5 Stunden im Wasser. Ist die Wirkung noch zu 100% da? Die Antwort ist ja, und zwar tatsächlich 100%. BCAA zerfällt erst über einen sehr langen Zeitraum im Wasser. Ob es jetzt tatsächlich über mehrere Tage zu 100% erhalten bleibt, daraus gibt es leider noch keine Langzeitstudien. Wenn ihr irgendwas wisst, in die Videobeschreibung damit. Ich habe leider nichts gefunden, aber 3 Stunden mindestens sind auf jeden Fall komplett unbedenklich, wenn nicht noch länger. Über einen Tag würde ich es vielleicht jetzt einfach vermeiden, im Wasser zu lassen, aber es muss ja auch tatsächlich nicht sein. Wie gesagt, 3 Stunden unbedenklich. Hierbei geht es auch nur um die Pulverform. Natürlich, die Kapselform kann immer geschluckt werden. Das war's mal wieder mit meinem Video. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Videobeschreibung damit. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, gebt mir einfach mal einen Daumen nach oben. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Schaut euch auch den ersten Teil von meinen BCAAs an, wenn ihr noch mehr über Ernährung oder Supplemente erfahren wollt. Dann klickt einfach auf das Video hier links. Hier kommt ihr zum Beispiel zum Glutamin. Ja, was ist das? Was bringt es? Die Einnahme und so weiter. Ansonsten geht's jetzt noch weiter mit dem Outro. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Vorbeischauen, Leute. Ihr könnt den Channel gerne abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Dazu unten einfach auf das TreeClips-Logo draufklicken und das war's auch schon. Dann checkt auch nochmal die Social Media Seiten von mir, und zwar Facebook oder Instagram. Die Links sind auch unten in der Videobeschreibung. Da lade ich tatsächlich jeden Tag was hoch, auch so ein bisschen die Lifestyle-Videos. Wie es bei mir so im Training abläuft, ihr wisst, ich mache so Breakdance-Handstand-Kram. Ihr könnt hier unten auf das Video klicken, dann seht ihr noch mehr von diesem Breakdance-Handstand-Kram. Und zwar ist es mein Day in Handstand Exam Preparation. Wie lerne ich für meine Klausuren? Natürlich im Handstand. Oder ihr klickt hier oben drauf, heute habt ihr das Thema BCAA. Hier oben kommt ihr zu den Fettburnern, die sind in der Diät richtig gut, also können zumindest den Körper unterstützen. Dazu braucht man auch BCAA, alles darüber im oberen Video. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, nächsten Samstag. Ciao.